Aber ich dachte so, du kannst doch eigentlich zu den Moslems gehen. Die werden doch auch von den Frauen noch bedient. Ja. Musst du dir noch den Kopf umwenden? Ja, ich nicht. Also, willst du den Moslems gehen, muss das so sein. Ja, du, ich bin ja kein Moslem. Ja. Solange die auch von dir kommen, von allen. Ja, ich will ja kein Moslem haben. Und wenn du den Moslem schickst, ja. Geht es erstmal richtig aus dem Tisch mit der Peitsche hinter dir. Ja, toll. Naja, du willst, wenn du das so willst. Was soll denn das jetzt? Das ist die Wahrheit. Ne, komm hier. Jetzt, erstmal, jetzt schreiben wir uns den Schlüssel vor. Deinen Computer? Nee, aber hier so. Hast du auch nur deine Handys und holst dort Informationen oder irgendwie? Ja, ich lese so, was los ist in der Welt. Was hast du davon? Ändern kannst du es da oben nicht. Ich denke schon, dass ich es ändern kann. Ja? Mhm. Und wie? Mit Liebe. Mhm. Naja, man kann Hassbotschaften aussenden, dann streiten sich die Menschen. Man kann Liebe aussenden, dass die Menschen sich vertragen. Ja, das ist okay. Das sehe ich ein. Wo sendest du jetzt die Liebe aus? Naja, also erst fangen wir mal an, bei meinen eigenen Problemen eben anzufangen. Dass ich eben selber mit mir selbst und der Welt erstmal klarkomme. Damit fange ich schon mal an. Naja. Das ist zwar gut gesagt. Ja, aber wo sind denn die eigenen Probleme? Naja, zum Beispiel, dass ich wütend bin oder Rasse eben, dass ich böse werde. Damit fange ich immer an, dass ich erstmal liebevoll bin und auch Liebe weitergeben kann und so weiter. Das ist ja alles ganz schön und gut, aber warum bist du denn böse? Naja, das ist zum Beispiel eine Sache, frage ich mich dann, warum bin ich böse? Und dann gehe ich der Frage nach und dann komme ich eben drauf, dass eben die Welt böse ist oder so. Ja, aber das hat doch mit der Welt nichts zu tun. Deshalb musst du ja nicht böse sein mit deiner Umwelt, die auch nicht böse zu dir ist. Naja, das sind ja Gefühle, das sind ja so Sachen, die in einem drinne sind, die man erstmal, die jeder Mensch hat, aber die eben vielen nicht bewusst sind zum Beispiel. Und dann wird es mir eben bewusst, wenn ich der Sache nachgehe, dann weiß ich, und dann kann ich sagen, naja gut, das war so und so und deshalb bin ich böse und dann kann ich damit leben. Oh.
Schätzchen, ist so gut. Ist so gut. Ja, ich nehme das gleich mit hoch. Naja, das ist schon. Naja, ist eben, ich könnte auch, was weiß ich, mit so einem Messer rumlaufen oder was. Oder mir Gedanken machen, wie ich die Welt zugrunde richte. Und da habe ich mir gedacht, das will ich nicht. Und ich will sehen eben, was ich Gutes tun kann in der Welt. Solche Gedanken hätte ich nie gehabt. Ich meine, gut, dass man mal Mut hat. Okay, das gibt's. Aber dass man generell so böse ist oder so böse Gedanken hat, die habe ich nie gehabt. Naja, das ist eben die Sache, dass man sich dessen nicht bewusst ist. Die hat jeder, die hast du auch. Aber dieses Bewusstsein hast du nicht. Also du, das ist so wie, ich weiß eben, ich bin böse. Aber ich versuche eben damit zu leben und damit umzugehen und trotzdem Gutes zu tun. Das gibt's nicht. Ich will ja nicht meinen Computer. Nee, aber hier so. Hast du auch nur deine Handys und holst dort Informationen oder irgendwie? Ja, ich lese so, was los ist in der Welt. Was hast du davon? Ändern kannst du es da oben nicht. Ich denke schon, dass ich es ändern kann. Ja? Mhm. Und wie? Mit Liebe. Naja, man kann Hassbotschaften aussenden, dann streiten sich die Menschen, man kann Liebe aussenden, dass die Menschen sich vertragen. Ja, das ist okay. Das sehe ich ein. Und wo sendest du jetzt die Liebe aus? Naja, also erst fangen wir mal an, bei meinen eigenen Problemen eben anzufangen. Damit ich eben selber mit mir selbst und der Welt erstmal klarkomme. Damit fange ich schon mal an. Naja. Das ist zwar gut gesagt, aber wo sind denn die eigenen Probleme? Naja, zum Beispiel, dass ich wütend bin oder hasse eben, dass ich böse werde. Damit fange ich immer an, dass ich erstmal liebevoll bin und auch Liebe weitergeben kann und so weiter. Das ist ja alles ganz schön und gut, aber warum bist du denn böse? Naja, das ist zum Beispiel eine Sache, frage ich mich dann, warum bin ich böse? Und dann gehe ich der Frage nach und dann komme ich eben drauf, dass eben die Welt böse ist oder so. Ja, aber das hat doch mit der Welt nichts zu tun. Deshalb musst du ja nicht böse sein mit deiner Umwelt, die auch nicht böse zu dir ist. Naja, das sind ja Gefühle, das sind ja so Sachen, die in einem drinne sind, die man erstmal, die jeder Mensch hat, aber die eben vielen nicht bewusst sind zum Beispiel. Und dann
wird es mir eben bewusst, wenn ich der Sache nachgehe, dann weiß ich, und dann kann ich sagen, naja gut, das war so und so und deshalb bin ich böse und dann kann ich damit leben. Schätzchen, ist so gut. Ist so gut. Ja, ich nehme das gleich mit durch. Naja, das ist schon. Naja, ist eben, ich könnte auch, was weiß ich, mit so einem Messer rumlaufen oder was. Oder mir Gedanken machen, wie ich die Welt zugrunde richte. Und da habe ich mir gedacht, das will ich nicht. Und ich will sehen eben, was ich Gutes tun kann in der Welt. Solche Gedanken hätte ich nie gehabt. Ich meine, gut, dass man mal Mut hat. Okay, das gibt's. Aber dass man generell so böse ist oder so böse Gedanken hat, die habe ich nie gehabt. Naja, das ist eben die Sache, dass man sich dessen nicht bewusst ist. Die hat jeder, die hast du auch. Aber dieses Bewusstsein hast du nicht. Also du, das ist so wie, ich weiß eben, ich bin böse. Aber ich versuche eben damit zu leben und damit umzugehen und trotzdem Gutes zu tun. Das gibt's nicht. Aber damit könntest du ja die ganzen Verbrecher und alles entschuldigen. Nee, ich entschuldige sie nicht. Und die sagst, ja, gut, die sind im Böse und dann müssen sie das machen. Ja, eben nicht. Die sind böse, die müssen erkennen, dass sie böse sind. Dann sollen sie gut werden. Sonst können sie das Gute tun. Also man muss sie bestrafen, dadurch haben sie die Möglichkeit, besser zu werden oder so. Ich weiß es nicht. Aber das ist ja, ich kann ja nicht, ich gehe jetzt mal von mir aus jetzt. Wenn ich sage, ich bin jetzt böse, ich habe jetzt was Böses getan, dann entschuldige ich das ja nicht. Meine ich ja. Ich arbeite ja an mir. Ich will das ja nicht entschuldigen jetzt. Ich weiß jetzt auch nicht, was du meinst eigentlich. Ich weiß auch nicht, was du meinst. Da fehlt noch ein bisschen. Naja, ich war praktisch böser Mensch. Also das, bis ich eben erkannt habe, jetzt, dass es die Gebote Gottes gibt und danach kann ich gut leben. Also wenn ich die Gebote Gottes halte, werde ich ein guter Mensch. Ich bin nicht automatisch ein guter Mensch in dem Moment, aber ich weiß, was gut ist und danach kann ich mich ausrichten. Und vorher habe ich die Gebote Gottes nicht gekannt und da war ich eben böse. Ich bin jetzt nicht anders, bin genauso böse wie vorher, aber ich weiß jetzt was Gutes, sagen wir mal. Und da weiß ich genau, das ist wie eine Richtlinie, danach lebe ich und danach richte ich mich. Und dann merke ich automatisch, jetzt tue ich was Gutes, egal ob es, also dann kann ich das einschätzen, das konnte ich vorher nicht einschätzen, ich hatte keinen Maßstab sozusagen. Ich wusste nicht, was Gutes und was Böses ist, ich war einfach so, wie ich war, nach meinen Gefühlen. Ich wollte was Gutes tun. Und trotzdem war es immer wieder böse. Und ich konnte es mir nicht erklären, warum es böse war. Wieso warst du denn immer böse? Na, weil ich meinen Gefühlen nachgegangen bin. Also ich war praktisch gereizt oder aufgrund der Lebensumstände oder wie auch immer. Und danach habe ich mich dann praktisch, konnte ich mich nicht beherrschen oder so, war ich eben böse geworden. Dann habe ich eben die Gebote Gottes erkannt. Ich habe gesagt, ich lebe jetzt nach den Geboten Gottes, ich will nach ihnen leben. Und dadurch habe ich die Beherrschung für mein Leben gewonnen. Und jetzt sehe ich mein Umfeld ganz anders. Ich sehe die Menschen, die leben so dahin, die wissen nicht, was sie tun. Denen hat es auch niemand gesagt. Das kann man vielleicht entschuldigen, sie wussten es nicht. Obwohl jeder Mensch das eigentlich erkennen kann, weil er ein Gewissen hat. Durch das Gewissen ist die Erkenntnis da. Aber trotzdem ist eben dieses Bewusstsein nicht da. Ich hatte vorher auch das Gewissen. Ich war böse, ich habe es gemerkt. Ich hatte aber auch kein Gefühl dazu. Mir hat es auch nicht leid getan oder so, weil ich das eben, ja, wie gesagt. Leid schon, aber ich konnte nicht wissen, was es ist. Jetzt habe ich eben bestimmte Ziele, zum Beispiel ein Ziel, ich will gelassen bleiben, egal wie die Umstände sind, was passiert, nicht, dass ich anfange rumzuschreien und was weiß ich. Das habe ich aber vorher noch gemacht, also das kommt auch nicht von heute auf morgen, das sind immer kleine Schritte und das sind eben meine Ziele, was ich eben erreichen will.
ich sagen soll. Aber warum muss man rumschreien? Ja, weil die Gefühle einen eben ergreifen. Das ist ungerecht, da war jemand ungerecht oder böse. Und ich muss mich jetzt verteidigen und dann bin ich auch böse. Und das kann ich jetzt eben erkennen. Wenn jetzt jemand böse ist oder ungerecht, denke ich, da muss ich jetzt nicht schreien, da muss ich jetzt nicht bösartig werden, sondern ich kann das erkennen. Ich muss nicht so sein. Und dann habe ich eben noch lange nicht meine Gefühle so im Griff, dass ich es nicht unbedingt bin, aber ich kann es versuchen zu tun. Also ich kann, ich weiß den Weg, ich habe den Weg vor den Augen, dass ich es will. Das ist ja dieser, das ist einfach mein christlicher Glaube auch. Also nicht Zahn um Zahn, also einer ist böse, jetzt bin ich böse, jetzt gucke ich, wie ich wenn ich wieder wen tun kann und so weiter, sondern ich denke daran, wie kann ich mit mir arbeiten, eben trotzdem eben friedlich zu sein oder liebevoll, wie auch immer. Also das sage ich auch Herrn Kretschmer, allen sage ich das. Ich will einfach nicht mein Ziel ohne Psychotherapie, ich will nicht böse sein, ich will nicht böse reagieren, egal wo das ist. Gibt es immer Situationen, das hatte ich jetzt auch wieder in der Kontaktstelle, da war auch einer, die ist mich auch richtig so böse angegangen. Da war ich ganz ruhig, ich greife das nicht mehr. Ich kann das jetzt erkennen, da ist ein Muster dahinter. Ich weiß, die Menschen sind so, die sind überarbeitet oder was weiß ich. Ist mir egal, ich denke nicht drüber nach, aber ich muss deshalb nicht böse werden. Und früher war es eben so, da konnte ich damit nicht umgehen, dann bin ich ausgerastet und habe gesagt, verkrafte das nicht und jetzt kann ich es eben schon damit umgehen, mit den Situationen. Das habe ich gelernt. Nee, solche Probleme kenne ich nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ich meine, es gab ja auch in der Schule viele Situationen, hätte ich auch ausrasten können. Kannst du auch noch mit Ruhe eingehen? Wenn der Bürgermeister alle Federn nach dem runtergeschmissen hat, konnte ich nicht ausrasten. Naja, aber das ist dieses Runterschlucken. Das habe ich auch gemacht. Auch alles runter. Nee, das habe ich nicht runtergeschluckt. Ja, aber wo ist es geblieben? Was ist damit passiert dann? Dass ich nicht ausgerastet bin, habe ich den zur Ruhe gebracht. Und da ist er wieder auf seinen Platz zurück und da war alles in Ordnung. Wenn ich ausgerastet wäre, wäre vielleicht die ganze Klasse noch mit ausgerastet. Du kannst das nur, vieles nur mit Ruhe. Aber klar, bei euch bin ich auch manchmal ausgerastet, wenn es zu doll wurde. Ja, das ist schon, aber es ist wahrscheinlich auch eine Veranlagung, der eine reagiert so, der andere reagiert so. Das ist auch im Menschen anders, in jedem Menschen ist das anders. Also das ist, ihr seid besondere Menschen. Also das ist einfach eine Akzeptanz. Also ich habe mich als Kind nicht verstanden gefühlt. Ich wollte davonlaufen. Ich war in so einer schlechten, schlimmen Situation. Ich habe mir überlegt, ich laufe jetzt davon. Warum eigentlich? Weil ich eben nicht, ich habe die Akzeptanz nicht gespürt, dass ich angenommen werde, dass ich geliebt werde. Du wurdest mehr geliebt als Matthias. Ich habe dich nur geliebt. Ja, aber die Liebe ist so wie eben nicht die... Die christliche Liebe, darum geht's. Ach ja, christliche Liebe hin und her. Aber du hast
Du warst ein ganz liebes Genau. Kind. Ja, genau, du sagst es selber. Also ich habe mich immer nach der Liebe orientiert. Ich wollte immer lieb sein und mit meiner Liebe, lieb sein zu wollen, habe ich mich selber praktisch dahin manövriert, dass ich nicht mehr lieb sein konnte. Und du konntest nicht mehr lieb sein, als der Ulrich auf die Welt kam. Genau, das war der Punkt, weil ich mich immer unterdrückt habe. Also ich habe mich selber immer zurückgenommen und jetzt habe ich gemerkt, da ist jemand, der bekommt auf einmal die Liebe. Und ich habe sie nicht bekommen, ich habe mich auch nie ausgedrückt. Und jetzt komme ich eben dazu, nach 50 Jahren mich mal auszudrücken, zu sagen, ich bin da, ich bin ein Mensch und ich lebe. Ich habe dich genauso geliebt nach wie vor. Bloß der Ulrich, das Baby brauchte in dem Moment mehr Zuwendung. Und damit, und da warst du total eifersüchtig und hast dann wirklich auch genug Mist gemacht. Und damit hast du dann auch, haben wir mit dir geschimpft und was weiß ich nicht. Und damit hast du dich nicht mehr geliebt. Also ich habe mich faktisch vorher immer zurückgenommen. Also jetzt, ich kann mich jetzt genauso zurücknehmen. Ich muss nicht sagen, hallo, ich bin da. Also ich nehme mich jetzt in dem Moment zurück. Ich habe jetzt keinen Privatbereich. Ich habe zum Beispiel in Berlin meine Wohnung, kann ich machen, was ich will. Kommt niemand, redet niemand mit mir, ist gut. Und jetzt ist es eben so, jetzt bin ich hier auf dem Besucherbank, da ist meine Gottesmutter Maria, mein Jesus und ich fühle mich damit nicht akzeptiert. Das ist so wie, das ist meine Familie. Die sind hier und du nimmst sie nicht an und ich bin hier fremd und so fühle ich mich. Und das bringt mich zum Beispiel, das reizt mich, das macht mich wütend, aber ich kann mit der Wut umgehen, ich verstehe sie und ich kann gelassen bleiben, obwohl ich mich sehr bedrängt fühle. Das kann ich jetzt zum Ausdruck bringen. Und das ist zum Beispiel, was ich früher nie sagen konnte. Ich habe mich immer zurückgekrochen, verkrochen und dieses und jenes gemacht und jetzt erst durch die Hilfe muss ich sagen, Herr Kretschmer sagt immer, das haben Sie selber gemacht, ich habe nichts dazu getan und er hat mich gelobt, immer große Fortschritte gemacht und so weiter. Aber ich habe mich auch lange Zeit vorbereitet, also es kommt nicht auch von heute auf morgen. Ich gehe schon lange den Weg. Und ich habe immer wieder, ich will auch nicht, dass ich damit verstanden, ich weiß auch, da wird man nicht verstanden werden. Es gibt auch andere Menschen, die das auch schon durchhaben. Ich habe hier auch ein Buch mit von einer Frau aus Ungarn, die hat es noch viel schlimmer erlebt wie ich. Die hatte 6 Kinder gehabt, eine Familie, die hat nichts, am Ende nichts gehabt. Und trotzdem ist sie eben in der Liebe immer weiter aufgegangen. Für mich ist es wie eine Familie, ist meine Familie mit der Frau, da lebe ich zusammen mit ihr. Weil sich da ist jemand, die kümmern sich um einen, der kann sein, was will, da wird man eben akzeptiert, so wie man ist. Also so brauche ich nicht sagen. Also das geht immer nur darum, sich selber zurückzunehmen und nicht jetzt den anderen immer noch wieder Vorschriften zu machen, weil das will ich einfach nicht mehr. Weil ich gemerkt habe, das bringt nichts und ist auch nicht gut. Also das ist für mich eben zum Beispiel Ausdruck des Bösen. Wenn ich jetzt jemandem sage, du musst jetzt so und so oder warum tust du das, mache ich nicht mehr. Ich kann mich zurücknehmen. Das ist aber auch schwer, weil das auch gegen das eigene Gefühl geht, weil ich immer eben auch einen Drang habe, eben das und das zu sein und zu wollen und zu machen. Aber das habe ich eben gemerkt, wenn ich das tue, dann bin ich eben nicht mehr ein lieber Mensch. Liebevoller Mensch kann ich nicht mehr liebevoll sein. Da fange ich an, andere zu traktieren, zu bestimmen und so weiter. Und das habe ich gesagt, das will ich nicht. Also habe ich mich sozusagen entschieden dafür. Das ist bei mir aus einer gewissen Erfahrung herausgekommen. Ich habe eben gemerkt, anders geht es nicht. Da habe ich mich damit beschäftigt und dann habe ich das eben als einen Weg erkannt, der möglich ist, so zu leben. Also überhaupt diese Erkenntnis, aber dann eben auch danach zu leben. Agnes, die versteht dich. Agnes, ja, die hat auch die ähnlichen Probleme wie ich. Hat ähnliche.
Aber die ist ja verheiratet, Ist verheiratet, ja. Das geht einfach, wenn man jetzt das Gefühl der Liebe hat. Jeder Mensch hat es ja mal. Und dann geht es einfach darum, ich will auch die Liebe leben. Ich will jetzt nicht nur mal lieben oder lieb sein, sondern wirklich die Liebe leben. Und dann fängt es eigentlich erst an, wenn man sich entscheidet dazu, wirklich die Liebe leben zu wollen, dann krempelt das eigentlich das ganze Leben um, weil die Möglichkeit gibt es gar nicht, so jetzt die Liebe leben zu wollen. Das ist eine Illusion. Also jetzt einfach mal lieb sein zu wollen, das kann man sein, aber das ist immer so, weiß man eben nicht, ob man wirklich lieb So ist. sehe ich das. Naja, aber da irgendwann, wenn man das so macht, oder dann fehlt einem die Kraft, da kann man nicht mehr. Da kann ich jetzt ohne Gott, sage ich mal, kann man nicht wirklich ständig lieb sein, das geht gar nicht. Man braucht wirklich Gott dazu und die Kraft, auch die göttliche Kraft dazu, um wirklich die Liebe zu leben zu können. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wenn man christlich ist oder so, das heißt noch lange nicht, dass man das kann. Das muss man auch wollen. Also das ist so, wie du schon sagst. Ich meine, jetzt Jugendliebe ist was anderes. Aber die Jugendliebe, die schlägt auch um in Verständnis. Und da wusste auch immer wieder, wenn wir jetzt mal eine Partnerschaft oder was, Verständnis zu dem anderen haben. Und da muss man auch zurückstecken. Ja, genau, das sind eigentlich die ganzen Werte, wonach ich strebe. Ich habe bloß gemerkt, dass es ohne Gott gar nicht geht. Ich kann es Genau, nicht ohne ich Gott. brauchte da kein Gott zu. Verstand brauchte ich dazu. Ja, bis zu einer gewissen Grenze kann man das, verstehe ich, hat man das in sich, aber um das wirklich durchzuziehen, geht es irgendwann mal ohne Gott nicht mehr. Kann man nicht. Das sieht man auch überall, also weil man. Also gar nicht die, wie sag ich mal, die Gebote, das sind Gesetze eigentlich, das sind so Sachen. Die Gebote sind Gesetze. Naja, aber das ist nicht ein Muss, sondern Gott gibt kein Muss, sondern das ist wie eine Art Vorschrift, du kannst und du sollst und das wäre am besten für dich. Naja, natürlich. Und danach Die strebe ich zehn eben. Gebote, Ja. ja, wenn sie nur alle einhalten würden, ne? Ja, aber sag mal, aber die Sache, dass wenn man sagt, ja, die anderen machen es auch nicht, das ist auch ein Problem. Das ist ja gerade das Schwere. Das ist auch die heutige Zeit so. Es gibt auch Familien, die sagen, wir leben danach. Und die sind auch ausgegrenzt. Die sagen, wir sind das für eine Familie, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Also das ist alles bekannt. Naja, sehe ich nicht so. Das ist so, wie du hast auch manchmal so Schüler beschrieben, die sagen, die sahen unmöglich aus, aber die waren anerkannt, so. Haben sich eben Respekt verschafft. Aufgrund ihrer Erscheinung, hast du mal gesagt, die den Garten hatten dort. Ja, Ja, und so ähnlich ist das bei uns auch eben. Da muss man eben nicht jetzt durch äußere Dinge, sondern durch die inneren Werte. Ich hatte auch eine Klassenkameradin, die war das ganze Theater nicht mitgemacht mit der FDJ. Und die haben immer verlacht und verspottet bis zum Schluss. Die ist dann dicklich geworden, dann haben wir ihr zu Weihnachten noch so ein Abnehmpaket geschenkt und so, also nur verspottet. Und die hat aber ihren, sagen wir mal, Stolz, jetzt nicht Hochmut, sondern wirklich eben die Gelassenheit hat sie sich bewahrt und am Ende ist sie eben die Größte gewesen. hat ihr Ding gemacht. Ja, sie Ja, hat es ja. eben, das geht aber ohne Glauben geht das nicht. Ich musste erst mal Genau. dahinter kommen. Für mich war das eben die Erkenntnis. Ich kann das nicht durchhalten, ich verkrafte das gar nicht. Da kann ich mir das vornehmen, wie ich will, am Ende geht es nicht. Es steht eben auch in der Bibel, Gebet und Fasten. Das ist kein leichter Weg, es ist ein schwerer Weg. Wir wissen, wohin führt, aber das ist eben mein Ziel. Ja, ich denke aber auch, das sind gewisse Charaktereigenschaften, die da gerade die Familie da, dieser Menschen, wie hießen sie denn? Mit K. Das eine war Ludwig und das andere war, na, ist egal.
mit den Kindern. Die hatten aber auch einen sehr starken Charakter. Ja, der kam aber nur durch den Glauben. Möglich, weiß ich Also nicht. da gibt es auch manchmal, in einer Familie gab es mal jemand, der hat gebetet und dadurch haben die auch alle, sind die auch alle gestärkt oder so. Das gibt's auch, da muss jetzt auch. Ja, das ist aber wahrscheinlich auch ein gewisser Familienzusammenhalt, der dort dann funktioniert. Es waren ja damals, glaube ich, 5 Kinder oder wie viele? Und hatten auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Hatte so noch gewisse Charaktereigenschaften, die da eine große Rolle spielen. Naja. Aber du gehst doch auch gar nicht in die Kirche, oder was? Ne? Ich habe eine Gemeinde, also ich habe Leute, die, mit denen habe ich ständig Kontakt, aber das heißt nicht, dass sie sich um mein Leben kümmern oder so. Die haben ihre eigenen Probleme oder so. Also außer eben die Agnes zum Beispiel, da habe ich sehr großen Austausch mit ihr. Aber es ist auch nicht so, dass sie jetzt so in der Nähe wohnt und wir über alles reden oder sie bei mir sauber macht, das auch nicht. Also muss ich alles alleine machen. Muss ja nicht sein. Ja, aber das sind so, das ist eben in der Familie anders. Da kann man sich eben, da macht der eine das und der andere das und so weiter. Und das habe ich eben nicht. Ich muss mich eben um alles selber kümmern. Aber das ist eben. Ich merke eben immer wieder, dass man eben auch mit sich selbst erstmal klarkommen muss und so weiter und eben muss eben aus von allem das Positive, hat auch Vorteile, wie gesagt. Wenn man eine Familie hat und man weiß nicht, was die Kinder machen, ist auch schwer, da hat man auch keine Freude mehr. Ist auch nicht einfach, nee. Hast du recht. Ich habe ja wirklich jetzt einen sehr guten Austausch. Ich habe Ärzte, Psychiater, ich kann denen alles sagen, was ja, mich beschäftigt. So. Und darüber erfahre ich eben auch selbst, also über mich selbst sehr viel. Also ich, dann sagt man, das heißt selbst reflektiert. Also ich bin sehr reflektiert. Das staunen sie immer. Die wissen, ich weiß schon mehr über mich selbst als die Ärzte über sich, so ungefähr. Das sind eben, da ist aber immer wieder so. Ich darf deshalb nicht hochmütig werden oder stolz oder irgendwas, sondern eben immer wieder sehen, zu gucken, wie es den anderen Menschen geht und so weiter, was ich auch für andere tun kann. Mir geht es ja eigentlich gut, ne? Die anderen ziehen da durch die Straßen, betteln, dann muss ein furchtbares Leben, obdachlos sein, betteln, viele sind drogenabhängig und was weiß ich nicht alles. Und da überlege ich, wie kann ich den Menschen helfen, andere wollen denen auch helfen, aber das geht nicht so einfach, den Menschen helfen zu können, da muss man auch. Nee. Das ist genau wie du das gesagt hast, ich eben für andere da zu sein und so weiter, das will ich auch. Nein, nein, das ist nicht so einfach. Ja, wichtig ist es natürlich auch, dass du hier Leute hast, mit denen du reden kannst, die dich verstehen. Ja, das ist. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Nee, das also da habe ich eben keine gute Erfahrung gemacht.
Das ist auch